Wisst ihr was? Ich bleib bei diesem Set, das ich jetzt habe. Ich nehme nicht mehr den Hönier wieder rein. Abspann 1, ne? Nach der Läuterung jetzt Abspann 1. Doch jetzt haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe. Und zwar eine ist bereits da, wo ich jetzt hingehe. Hab ich die Maske angelegt? Ja, habe ich. Passt, dann gehen wir so jetzt los. Also wie bereits erwähnt, wir haben die Maske angelegt. Was ist hier gerade passiert? Die hat es zerlegt. Wir gehen jetzt hier nach oben raus. Und hier ist nun mal jede Menge Verderbnis. Wenn ich jetzt natürlich gesetzt dem Fall den Weg richtig hier kriege, so, du bist im Gift, du solltest sterben, das sollte mich nicht weiter stören. Dann haben wir hier das erste Siegel, das wir hier aufmachen können. Für den Ritter. Für den Ritter, den nehme ich natürlich mit. Komm, 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 komm in mein Team. Er hebt sich mit dir in die Luft, um fliegende Gegner anzugreifen. Dieser ehemalige Ritter, der im Kampf mit der Unreinheit, mit den Unreinen selbst unrein wurde, wollte aus einem bestimmten Grund unbedingt wieder menschlich werden. Seine Flucht aus dem Untergrundgefängnis fand er schließlich zu Fates Untergrundlabor im verbotenen Gebiet. Okay, das ist jetzt nicht so gut für dich verlaufen. Eine Heilung sollte ich mal kurz. Aber das Problem ist aber, irgendwo hier ist halt noch was. Und es ist nicht nur eben dieser Charakter gewesen. Das muss man halt dann auch finden. Wie gesagt, das ist hier alles nicht so locker, nett und eindeutig. Magische Kette. Ja, sehr gut. Oh, sehr gut. Das war es jetzt hier schon. Und soweit würde ich jetzt sagen, ist das für mich in diesem Spot auch in Ordnung. Ich gehe da raus. Ich bin froh über die Kette. Ist alles fein. Aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal Stück für Stück die Türen öffnen. Diese versiegelten Türen. Wobei, wartet mal kurz. Eine Sache kann ich jetzt natürlich machen. Und zwar neben das Relikt, das brauche ich nicht mehr. Wir nehmen das Messer.
Und dann muss ich mal noch hier ihn ausprobieren. Statt. Keine Ahnung, was ist das hier? Oh, das ist cool. Das ist cool, da kriegen wir noch richtig Höhe. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das irgendwo brauche. Aktuell glaube ich erstmal nicht. Dann nehmen wir lieber diese ganze Gift-Kombo mit rein. Das war ganz cool, falls wir nochmal einen irgendeinen Arschboss kriegen. Aber hey, das ist super. Das ist richtig stark eigentlich. So, schupp, schupp. Das ist nämlich auch so eine riesige Tür hier, ne? Das ist so ein riesen Ding. Hat er sich gedacht, ne? Aber nein, den habe ich gesehen. Was gibt es hier? Ein Steintafelfragment. Sammle alle 7, um die Inschrift zu entziffern. Sehr schön. Damit bleiben uns noch 5 Stück. Dann würde ich mal sagen, Schnellreise. Und wir gehen von unten einfach nach oben durch. Hier in der großen Halle ist auf der linken Seite 1. Einmal hier hoch. Also die Gegner machen halt hier gefühlt eh keinen Schaden mehr. Das ist alles totaler Pipifax. So, der nächste. Der Farron. Hier sind ein paar Gegner. Tatsächlich interessant. Das ist nicht ganz so geil. Ja, natürlich. Das Spiel weiß ja, dass ich eigentlich hier jetzt gerade einiges auf dem Kasten habe. Deswegen wird das hier ganz gerne so gemacht. Hier. Ah, komme ich damit ran? Ach, das kommt auch ran. Okay, cool. Das Gift kommt trotzdem an den Gegner da oben ran. Läuft. Dann haben wir es gleich. Ein Tafelfragment. Bleiben noch 4. Bleiben noch 4. Und wir gehen einfach weiter von unten hoch. Wenn ich sehe, muss ich halt überlegen, war da was? Der Brunnengrund? Nein. Korridor des Verbands. Ja, da hatten wir. Ah, da hatten wir das da oben, glaube ich. Ja, ich glaube, hier war was. Da müssen wir einmal nach oben. Genau, genau, genau. Da musste ich ja sogar, da musste ich sogar klettern können. Na, das geht gar nicht einfach so. Da muss ich tatsächlich beweisen, dass ich auch noch klettern kann. Dass ich das überhaupt machen darf. War es nicht? Aber hier oben.
Was ich ziemlich frech finde, um ehrlich zu sein. Was ich richtig frech finde, ey, da muss ich ja richtig... Da muss ich ja richtig hier... Was ist denn los mit dem Spiel? Hier jetzt plötzlich noch gegen Ende so eine kleine Skill-Passage? Was soll denn das? Was habt ihr hier versteckt? Unreines Sediment, 100 Stück. Eine Steintafel, okay. Hier ist noch was. Ah, im Wasser. Irenes Notiz 3. Heute haben wir nur über sinnloses Zeug geredet, aber ich durfte dabei Flitias Lächeln zu sehen bekommen. Es fällt mir schwer zuzusehen, wie sie Tag für Tag weiter abmagert. Ich habe mich gefreut, dass sie mich heute darum bat, aus dem zerbrochenen Magiestein einen Talisman herzustellen. Vielleicht kann ich ihr so behilflich sein. Alright. Bleiben noch 3. Bleiben noch 3. Wäre einmal der da oben, der relativ fies zu erreichen ist. Und hier ist dann auch noch dieser eine Raum, wo ich nicht weiß, wo ich irgendetwas nicht kaputt gemacht habe. Es wird wahrscheinlich nur irgend so ein Talisman in irgend so einer blöden Kiste sein. Verspreche ich euch. Das wird nur irgendein Mist sein. Moment, wie bin ich denn da hingekommen? Gab's da hier irgend so einen kleinen Extraweg? Muss es ja. Muss ja irgend so einen kleinen Extraweg. Genau, das war hier, oder? Ja, genau. Dann einmal darüber. Den Hebel hier ziehen, der ist ganz wichtig. Und dann kommen wir da hoch. Hinauf. Und jetzt mache ich das mal im Schnelldurchlauf. Okay. Wir sperren hier einmal auf. Wir nehmen die 800 Sediment mit. Wir nehmen die Steintafel mit. Und Schrift an der Wand. Mir war es nicht erlaubt, als Mensch zu leben, aber ich habe es bisher hierher geschafft, aus dem Abgrund herauszukriechen. Also werde ich ihn zwingen, zumindest meine Existenz und meine Macht anzuerkennen. Doch er hatte von Anfang an nichts als sich selbst im Blick. Nun versucht er erneut, mir alles zu nehmen, was ich habe. Das kann ich nicht zulassen. Diesmal werde ich ihm alles nehmen. Hier ist sogar noch irgendwo was. Aber die Frage ist halt, wo und was
Vielleicht geht es hier drüben ja noch weiter. Um ehrlich zu sein, hatte ich da gar nicht mehr groß geschaut. Aber gut, ich kann ja zum Beispiel auch... Nee, obwohl doch, da könnte ich jetzt inzwischen auch hoch. Mit dem richtigen Charakter könnte ich da auch hoch. Jetzt glaube ich aber nicht, dass hier irgendwo noch groß was von Belangen ist. Was ich unbedingt brauche für den Moment. Von dem her lasse ich es mal. Hier mein Drachenweise. Ich hätte nicht gedacht, dass der cool sein wird. Und bin doch echt froh, dass ich den mitgenommen habe und eigentlich auch ein bisschen gelevelt habe. Uns fehlen noch zwei, glaube ich. Das Gästezimmer. Von hier aus sollte ich relativ flott dahin kommen. Genau, wir müssen einfach nur hier hoch. Gerne auch mit dem Aufzug. Dann eigentlich nur hier rein. War das hier einfach nur an der Seite? Nee, das war nicht einfach nur an der Seite hier. Das war wahrscheinlich da drüber an der Seite. Ich brauche diesen Hebel dafür. So war das. Und bitte nochmal hoch. Da war's. Bitte einmal aufsperren. Vielen Dank. Notiz des ersten Königs 3. Wir sind als Sieger aus dieser langen Schlacht hervorgegangen. Und das, obwohl wir bis zuletzt nach einem Weg suchten, friedlich miteinander zu leben. Dieses Land wurde nun in 6 Teile geteilt und ich bin der König des Endlands. Doch ist es immer kalt und es verbleiben noch Teile des alten Volks. Ich darf als König keine Schwäche zeigen. Ja, nee, darfst du nicht. Bist du der König? 100 Sediment. Okay. Und unser Steintafelfragment. Eins noch. Ja. Schnellreise. Das letzte. Da, wo alles angefangen hat. Müssen wir erstmal wieder schnell hinkommen. Was mich gerade so ein bisschen wurmt, ist, dass ich auch seine Upgrades nicht alle habe. Okay, es gibt auch noch viele Geheimnisse. Aber trotzdem. Das ist der robusteste von allen. Also wirklich, der Ritter, der dir zeigt, wie du durch die Gegner durchrollst am Anfang. Das ist wirklich der robusteste von allen. Wow. Gut. Da wären wir, hm? Gute Nacht. Ich glaube, das macht gefühlt jeder so. Diese Tür als letzte, oder? Oder nicht? Da war eine Kammer. Da war eine Kammer, guck dir mal. Warte mal kurz. Also wir wissen ja jetzt, dass wir eigentlich ein Experiment sind. Das heißt, das hier war kein Schlafgemach oder sonst irgendwas.
wie ich anfangs dachte. Nein, das war irgendeine dicke Rüdkammer oder irgendwie sowas. Reparatur des Schatzes der Behütung. Der einst vom alten Volk erschaffene Schatz der Behütung hatte die Kraft, die Schmerzen der Läuterung in Weißpriesterinnen zu lindern. Nach vielen Läuterungen nahm diese Kraft ab. Würde man den Schatz mit der Magie des alten Volks wiederherstellen, könnte das eine große Hilfe für die Weißpriesterin sein. Dazu muss nur die Inschrift auf der Steintafel entziffert werden. Dies wollte ich selbst tun, doch leider bleibt mir keine Zeit. Willst du mich verarschen? Mir fehlt halt noch eine. Das heißt, hier muss ich mit allen hin. Hier ist ein interessanter Stein. Wo ist die letzte? Also hier muss man eigentlich erst hin, wenn man alle hat. Hab noch nicht alle. Ich dachte, hier wäre die letzte. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt mal ganz ruhig, ganz entspannt. Locker durch die Hose atmen. Hier oben fehlt uns was. Drüben fehlt uns das, da fehlt uns was. Aber das sind alles keine Räume. Das sind alles keine Räume. Das lässt für mich jetzt erstmal die Frage, ist es hier beim Untergrundlabor 4 noch für eine Tür? Und ich rüste mal wieder meine Maske auf. Und das Brunnenwasser. Und irgendwo muss es ja hier runtergehen. Ich sehe es halt nicht da. Hier. Und was war das, an einer Weißpriesterin experimentiert wurde? Ja, Tay kommt jetzt ein Ticken zu spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Höhere Gebiete auf maximale Heilkraft haben wir. Ja, Tay kommt ein bisschen zu spät. Wir wissen schon, dass Experimente gemacht wurden. Wir wissen das schon, mein lieber alter Ritter. We know that. Der unreine Nebel ist dichte hier und erstreckt sich in jede Ecke. Gebt acht, hier liegt ein gefährlicher Ort, der lange versiegelt war. What the f... Komme ich da überhaupt durch? Kann sein, dass ich da durchkomme. Ich verringere jetzt, ich nehme mal auch noch ein bisschen mehr Schadensverringerung mit. Weiß nicht, ob das auf den Giftnebel wirkt. Das würde bedeuten, den Ring weg, den da weg. Und dafür euch beide mit rein. Die Maske habe ich ja. Diese Ausgrüße, die ist zwar kacke, das wissen wir alle. Macht trotzdem 10 Schaden.
Okay. Dann müssen wir uns entsprechend früh wieder hochheilen. Sediment und weiter. Da darf mich halt nichts extra treffen, ist klar, ne? Ah. Und ich muss eventuell eigentlich nur extra Heilungen mitnehmen. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann kann ich ja zumindest das nochmal versuchen. Unreines Sediment 100, okay. Im Wasser ist es nicht besser. Ich habe halt keine Heilung mehr. Okay. Wir müssen extra Heilungen mitnehmen, nicht die Schadensverringerung. Das bedeutet, wir gehen auf die Relikte, wir legen den weg. Den weg, den weg. Und nehmen den mit. Außerdem sind wir mal nicht doof, legen noch den Schaden ab, nehmen hier das Buch der Hexe mit. Wo ist es? Da, dann können wir schneller schwimmen. Und generell unseren Movement Drive. So. Dann rennen wir schneller. Wir haben jetzt insgesamt 6 Heilungen. Ich könnte natürlich mein Leben noch erhöhen, das wäre auch eine Sache, aber nein. Hiermit sollten wir schon relativ gut durchkommen. Oh shit. Okay, die darf ich hier nicht berühren. Oh, die darf ich nicht berühren. Oh, die sind ja bestialisch vom Schaden her. 200. Ja, die nehme ich komplett auseinander. Hinterher gibt es für diese Passage wieder eine komplett entspannte Lösung, die ich halt jetzt nicht kenne, die ich nicht probiere. Weil das kennen wir ja von mir. Falsche Taste, gut. Das war ganz okay, wir heilen uns nochmal voll. Damit sind 2 weg. Da dann. Bitte. Pause, das war, ich habe gar nicht gerade auf mein Leben geachtet. So, hier sind sie vereinzelt auch wieder. Wir können uns ja zum Glück entspannt unter Wasser heilen. Oh, oh. Ich dachte gerade, es wäre vorbei. Schalte die gesamte Karte frei. Hier erleiden wir keinen Schaden mehr. Also wir mussten nur bis dorthin kommen. Ich habe Angst davor. Unsterblichkeitsverträge. Antike Flüche mit Verwendung von Seelen waren Priesterinnen höchsten Ranges vorbehalten. Krieger des alten Volks schlossen Verträge mit den Priesterinnen, durch welche sie ihnen ihre Seele darbot und wurden dadurch zu körperlosen, unsterblichen Kreaturen. Die Vertragssiegel verblieben bei den Priesterinnen, welche diese an ihre Nachkommen vererbten, bis das Gelübde ihrer Familie ein Ende fand.
Die Unsterblichkeit der Krieger bestand so lange, wie der Vertrag Gültigkeit hatte, wodurch sie für lange Zeit unsterblich blieben. Sammle alle Notizen, wir wissen jetzt alles über das Spiel. Hier ist unsere letzte Steintafel. Das ist ein Krieger des alten Volkes, das von Unreinheit verschlungen wurde. Das sind unsere letzten zwei Upgrades für unseren Kollegen. Wir sind die einzigen, die hier noch verbleiben. Die Unsterblichkeit eines Kriegers endet mit dem Tod seiner Priesterin. Die Priesterin, der mein Vertrag gilt, ist von uns gegangen. Mein Verstand verlässt mich und dann bleibt nur mein faulender Körper zurück. Perrin, was wird aus Eldred? Was wird aus unserem Volk, das im Krieg gefallen ist und alles verlor? Aus Hass wird Unreinheit, welche ohne Läuterung zur endlosen Raserei wird. Perrin, du bist der letzte unsterbliche Krieger. Eine neue Priesterin kann dein Vertragssiegel erben. Bitte dich, führe unseren Willen zu Ende. Beschütze die letzte Priesterin und unser Volk. Alte Seelenreste zweimal. Ruhe in Frieden, mein Freund. Einst verlor ich das Kind der Priesterin, das ich hätte beschützen sollen, und wurde hier eingesperrt. Dann traf ich auf dich, die Erbin meines Unsterblichkeitsvertrags. Zuerst wollte ich mich nur noch um dich kümmern, um einen Weg zu finden, den Bann zu durchbrechen, der mir auferlegt wurde. Doch während unserer gemeinsamen Reise wurde mir etwas klar. Einst war es meine Pflicht, die Weißpriesterin zu beschützen. Es ist auch meine Aufgabe, dich bis zu Ende zu begleiten. Du bist die letzte Hoffnung für das alte Volk. Lass uns die Quellpriesterin von ihrem Leid befreien. Dies ist der letzte Wunsch des von Unreinheit verschlungenen alten Volks. Ich bin überzeugt davon. Reisen. Wohin? Hallo, man kann auch Pause machen, zurück zum Ruheort machen. Also bitte. So, Erinnerungen. Unreine Erinnerungen. Erinnerungen an das alte Volk. Wir sind, glaube ich, gerade noch mal ein bisschen ekeliger geworden. Aber gut, das ist halt dann so. Wir können erstmal unsere ganzen Relikte wieder zurückwechseln. Schwimmen müssen wir nicht mehr. Schneller laufen müssen wir nicht mehr. Mehr Schaden machen. Mehr verteidigen. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann noch die erhöhte Menge an Fähigkeiten. Das war es dann eigentlich auch schon, ja. Also klar, ein paar andere Sachen wären noch ganz cool, wie schnellere Aufladung von Geheimtechnik und so, aber nee, es ist nicht so ultra nötig. Lieber habe ich eine Heilung mehr. Wir haben alle Steintafelfragmente. Jetzt geht's wieder dahinter in die Ecke. ...68 Schritte, das ist stark. Jetzt müssen wir nur noch dahinter und die Steintafelfragmente entziffern. Damit wir praktisch den Zauber kennen, um die Weißpriesterin, die Quellpriesterin von ihrem Leid zu erlösen. Es ist halt etwas seltsam, dass die Kapseln hier hingebracht wurden. Aber gut. Ich stelle das jetzt mal nicht groß in Frage, ne? Ah, sieh an hier. Stelle die verloren gegangene Kraft des Amuletts wieder her.
Wenn wir uns die Flüche des alten Volks in Erinnerung rufen können, dann können wir die wahre Kraft des Talismans wiederherstellen. Erlaube mir, die Schrift auf der Steintafel zu entziffern. Mach mal. Mach du mal. Du kannst das. Du gehörst dazu. Rechtiger Schatz der Behütung schützt vor den Schmerzen der Läuterung. Der Talisman, der durch die entzifferte Inschrift der Steintafel gestärkt wurde und durch Faydens Magie eine neue Form angenommen hat. Ein Schatz des alten Volks, den Priesterinnen benutzen, um die Schmerzen der Läuterung erträglich zu machen. Ich hoffe, er kann die Bürde der Läuterung ein wenig mildern. Stelle die verloren gegangene Kraft des Amuletts wieder her. Zurück zum Ruheort. Das ziehen wir jetzt gleich mal an. Wir werden dadurch natürlich leider nicht sofort wieder geheilt. Jetzt möchte ich aber zwei Dinge probieren. Wir haben noch ein paar Sachen offen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch. Das werde ich dann nach dem letzten Kampf nochmal in einer kleinen Bonusfolge machen. Ich werde da nochmal alles auf 100% fertig machen. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal hier hingehen. Oh, wir leuchten rot. Look at this, wir leuchten rot. Wir gucken uns das hier erst kurz an. Wir läutern praktisch diese Blume. Da werde ich schon lange beobachtet. Da ist nichts Neues. Du versuchst mir zu helfen, so wie du den anderen auch heißt. Also da ist nichts Neues. Das wird wahrscheinlich wieder nur Ende A sein. Nein, ist es nicht. Die Unreinheit in dir wurde geläutert. Kannst du dich bewegen? Ich schaue nicht so aus, als wurde die geläutert. Die Quellpriesterin versucht nicht nur dich, sondern die Unreinheit im ganzen Land zu läutern. Die Illusion ist verschwunden, aber ihr Körper muss noch irgendwo sein. Das ist nicht... Ich bin nicht geläutert. Weiter kann ich dich nicht begleiten. Das Weitere musst du mir überlassen. Aber das ist halt eben das. Eigentlich bin ja ich, wissen wir ja jetzt, deine Priesterin. Und er kann ja uns gar nicht verlassen. Oder er will, wenn er uns verlässt, dann sagt er, okay, irgendwann wird sie sterben und gut ist. Wie halt einfach... Wie wir einfach komplett am Ende sind. Unser Ripplift wird uns eines Tages sicher wieder vereinen. Solange wir beide noch leben. Mhm, aha. Das ist... He knows. Okay, das war doch nochmal das A-Ende. Ja, ich wollte es einfach sehen. Ich wollte einfach nochmal kurz gucken... Wie, ob das jetzt was ändert. Und ja, eigentlich ändert es etwas. Und zwar, wo alles ändert, ändert es das was. Aber wir sind halt, vielleicht liegt es auch an diesem einen, an dem hier. Die unreine Illusion. Kann ich auch, doch, kann ich noch ablegen. Nee, das ändert auch nichts an meinem roten Leuchten, interessanterweise. So, nämlich. Wir sind für den Kampf gewappnet, glaube ich, da unten. Ich muss jetzt eigentlich hier nichts mehr groß machen. Wir wollen aber natürlich jetzt noch unseren schwarzen Ritter. Einmal einen Seelenrest. Zweimal einen Seelenrest. Geheimnis, maximal Verstärkung der Seele des schwarzen Ritters. Können wir sonst noch etwas verstärken? Unreiner Furor reicht da leider nicht aus. Kann ich vielleicht hier nochmal, ja, den Bakterienmagier oder den Bakterienmagier kann ich nochmal verstärken.
Und dann setzen wir die Schnellreise an und gehen nochmal zur Priesterin. Das wird jetzt erstmal, schätze ich, der finale Kampf. Endlich haben wir sie gefunden. Hellpriesterin. Hätte sie diesen Ort nicht betreten dürfen. Flieh von hier. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Doch, ich habe die Rettung um meinen Hals. Tatsächlich. Tatsächlich habe ich die um meinen Hals. Was ich hier auch noch mitnehmen könnte, weil wir ja permanent eigentlich in der Luft sind, wäre tatsächlich dieses, den Drachen-Ding. Ach, jetzt macht die weiter. Habe ich direkt getroffen? Nee, habe ich nicht. Oha. Wir brauchen sogar eine Heilung. Was ich ganz cool finde hier an diesem Kampf, ist halt tatsächlich, dass er nicht schwer ist, sondern dass er einfach nur noch, ja, die Story aufzeigen soll. Aha, aua. Ich hab ein Level Up hier noch. So, kurz weg. Und damit sollte sie dann auch schon fallen. Komm her, ich hab da ein Amulett. Ja, auch bitte, das reicht. Du belässt dich sonst in meiner Unreinheit. Nein. Doch. Ah, die ganzen Priesterinnen. Oder ist nicht gut? Oder doch? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hätte ich das gewusst. Das gewusst, wäre ich nicht so sorglos mit meinen Lebenspunkten umgegangen. Mit meinen Ability Points. So, wir müssen jetzt auf diesem Set bleiben, ne? Gibt Schlimmeres, ich weiß, aber trotzdem. Oh, 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 oh. Na, ich habe noch einmal Gift. Ja, nee, 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 nee. Dann kann ich tatsächlich mal von meinem Counter auch, Konter auch noch einmal Gebrauch machen. Komm. Alles nicht so schlimm.
Morgengebet. Schau dir Ending C an. Oder verschwinde ich jetzt mal. Ich schien sehr lange nicht bei Bewusstsein gewesen zu sein. War ich noch am Leben oder bereits tot? Ich wusste es nicht. Nur der Schmerz hielt an, Tag für Tag. Als ich aufwachte, lag ich auf einem schwarzen Altar. Plötzlich spürte ich etwas Warmes an meiner Hand. Die jungen Weißpriesterinnen drückten meine Hände mit den ihren. Diese Kinder wurden geschaffen, um meine Unreinheit in sich aufzunehmen. Ganz leise konnte ich sie hören, die Stimmen der Magier. Sie begannen soeben mit dem Ritual zur Übertragung der Unreinheit. Die Priesterinnen rückten heran, ohne die leiseste Ahnung zu haben. Diese Kinder wurden geopfert, damit ich länger leben konnte. Welchen Sinn hatte das? Die Zeit mit diesen Kindern war meine einzige Rettung gewesen. Wenn diese Kinder ein Ersatz für mich sein sollen, dann will ich ihnen statt Unreinheit Hoffnung hinterlassen. Wie ist das möglich? Die Kraft einer einzelnen Weißpriesterin sollte dafür nicht ausreichen. Liegt es an dem Talisman? Du hast alle Bruchstücke gesammelt und sie wieder vereint. Du nimmst also alles auf dich? Sogar die unbekannte Vergangenheit und die ungewisse Zukunft? Ich verstehe. Gemeinsam mit den anderen hast du es bisher geschafft. Danke dir. Danke, dass du sie alle befreit hast. Und auch mich. Du hast vollbracht, woran ich scheiterte. Aber du bist nicht bloß eine meiner Ablegerinnen. Du bist du selbst und niemand sonst. Wie groß du geworden bist, es wird Zeit für mich zu gehen. Ich bin immer bei dir. Damit hört der Regen auf. Ja, jetzt ist halt alles ein bisschen besser. Alles ein bisschen schöner. Alles ein bisschen reiner. Nicht mehr so unrein. Wie gesagt, ich finde es ganz cool, dass die
jetzt der Endboss jetzt nicht so krass war. Die Weißpriesterin ein relativ einfaches Muster hatte oder ich eine ganz gute Taktik gleich gefunden habe durch das Gift. Der Drachenweise, der war halt einfach richtig, richtig gut. Emily hat das Lied gemacht. Alles klar. Und dann natürlich noch den anderen Giftkerl mit reinzunehmen, den ich eigentlich schon viel, viel früher hätte finden müssen. Naja, okay. So ist es halt. Ja, was soll ich jetzt euch groß sagen? Was soll ich euch groß zu Ender Lily sagen? Ich habe das Spiel jetzt in den guten 2 Tagen durchgespielt. Was soll man da groß dazu sagen? Also hat mich richtig gefesselt. Schön. Hat mehrere kleine Storylines. Manche sind extrem verwirrend, manche sind einfach auch nur so fiese Einzelschicksale, wie beispielsweise dieses Dorfmädchen, dieser Wolf, den du halt gefühlt auch viel zu spät bekommst, dass er noch irgendeinen Nutzen hätte, aber hey, das mal beiseite gelassen. Viele meine Kampftaktiken habe ich halt sehr früh etabliert. Und war auch vollkommen in Ordnung und hat auch immer wieder Platz gefunden, wie beispielsweise der Westhändler, der Vogel, der halt sehr gut permanent Schaden macht. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt gemaxt habe. Endlich ist es vorbei. Echt, so schlimm war es auch wieder nicht. Endlich gibt es für jeden ein Grab. Okay. Du bist nicht allein, also musst du dich nicht einsam fühlen. Auch wenn ihre Seelen unrein sind, wachen sie alle über dich. Und auch ich bin bei dir. Die Welt war im Chaos versunken, doch das Mädchen sprach: Danke, dass du bei mir bist. Ja, wir können jetzt einen New Game Plus starten, werde ich nicht, möchte ich nicht, nur vielleicht werde ich das für mich nochmal machen, aber ich glaube ja nicht. Ich werde jetzt mich erstmal bei euch bedanken fürs Zuschauen, es wird noch eine weitere Folge geben, da werde ich dann den Rest einsammeln, dementsprechend habt ihr hier im Endeffekt ein 100%, könnt alles nachgucken, was es hier so gibt, wie, wo, was, wann, das ist ganz cool. Sehr schönes Spiel, schade, dass es schon zu Ende ist, aber hey. Gute Geschichten müssen manchmal nicht länger sein. Von dem her danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.